Hallo Nachbarn, der Bezirk Neukölln ist sehr vielseitig. Im Norden die dicht bebaute Altstadt, Hermannplatz, Richardplatz. Im Süden die Gropiusstadt und die Einfamilienhausgebiete. Und, was viele nicht wissen, auch Landwirtschaft gibt es noch im Bezirk Neukölln. Und neben mir sitzt einer der letzten Landwirte des Bezirkes Neukölln, der Bauer, Landwirt Werner Mette, der sehr aktiv hier draußen im Buko ist, aber auch in der Mark Brandenburg, der seinen Hof hier am Bukower Damm hat und von dieser Landwirtschaft auch noch lebt. Werner, wie war denn in diesem Jahr die Ernte? Es gibt jedes Jahr Sachen, die sehr gut sind und Sachen, die schlecht sind. Bei mir persönlich war der Raps dieses Jahr schlecht, der Weizen war dafür umso besser. Man hat mir auf der Mühle einen Spannung erzählt, ich habe Keksweizen produziert. Ich musste mir jetzt mal selber aufklären lassen, was Keksweizen ist. Sollte irgendwas ganz Besonderes sein. Haben auch allerdings gut bezahlt bekommen, da kann ich mich nicht drüber beklagen. Aber was das eine Plus macht, ist das andere wieder Minus. Aber irgendwie sind wir zufrieden, wenn sie alles immer halbwegs wieder ausgleicht und man über den Rund kommt. Also da bin ich ja schon zufrieden, dass Herr Werner Mette nicht nur stöhnt, dass er einigermaßen zufrieden ist. Und das ist ja auch ein Zeichen für uns Bukower, wenn die Ernte eingefahren ist, dass das ein Grund ist zu feiern. Und da hat Herr Werner vor ein paar Jahren eine Idee gehabt, die er nun in den letzten Jahren durchgeführt hat. Werner, was ist denn das? Ja, das ist eben das Fest, wo wir jetzt hier sitzen. Dachte ich mir damals vor 4, 5 Jahren, als wir damit angefangen haben, also es ist jetzt das 4. Strohballfest, man müsste irgendwas anderes machen. Und was soll man anderes machen? Straßenfeste haben wir ja noch, nicht nur im Bezirk Neukölln, in ganz Berlin, überall haben wir ja noch Straßenfeste. Aber ein Fest auf dem Acker, da dachte ich mal, das hat eigentlich noch gefehlt. Und somit haben wir dieses ganze Fest einen Namen gegeben, eben Strohballfest. Und so sind wir eben dann dazu gekommen. Und dann haben wir immer versucht, von Anfang an das im ländlichen Charakter zu erhalten. Wir wollen hier keinen Türken mit einem Dönerstand haben. Ich habe nichts gegen die Leute, aber die sollen da bleiben, wo sie sind. Hier auf dem Ackerfläche gehört es nicht hin. Da soll es alles so einigermaßen ländlichen Charakter haben. Und ich versuche auch immer, wie ich da hinten diese Tiergehege aufbaue, dass da ein paar verschiedene Tierarten oder Tierrassen zu sehen sind. Da sind schon 3 verschiedene Rinderrassen haben wir auf dem Feld. Bin sehr stolz darauf, dass im Laufe der Jahre Besucher oder nicht Besucher, Ständenehmer aus Westdeutschland kommen. Im Hintergrund steht ein Landwirt aus Cuxhaven, der arbeitet als Landwirt in Cuxhaven und er hat die Fleischrinderrasse Welsh Black. Und damit ist er mit einer Kuh, einem Bullen und einem Kalb hier vertreten. Andere Seite kommt aus einem alten Land aus Stade, ein Obstbauer. Dann ist hinter uns noch im Hintergrund noch ein Kartoffelbauer aus Gifhorn. Dann ist noch ein Milchkuhbauer, der Milchkühe hält aus Schleswig-Holstein, der verkauft seinen Käse hier. Und damit, denke ich mal, mit 4 westdeutschen Kollegen sind wir hier sehr zufrieden. Also, liebe Zuschauer, aus deutschen Landen frisch auf dem Tisch. Alles, was der deutsche Ackerboden hergibt, wird hier in Buko angeboten. Aber alle Leute aus Neukölln und Berlin und Brandenburg sind herzlich als Gäste hier willkommen. Ich glaube, so war das vorhin gemeint gewesen. Aber hier wird nur das angeboten, was eben in deutschen Landen hier produziert wird. Und ich hoffe, dass wieder viele Gäste hier heute am Sonnabend und morgen hierher kommen wird. Auch am morgigen Sonntag ist ja wieder was vorgesehen. Wann fängst du denn da morgen an? Wie unser Bezirksbürgermeister aus dem Bett kommt. Weil er ist morgen derjenige, der das Fest hier mit dem Feldgottesdienst eröffnet. Ja, also morgen am Sonntag, dem 22. wird um 10 Uhr hier der traditionelle Feldgottesdienst im Buko stattfinden. Die Predigt hält der Superintendent von Neukölln, Wolfgang Gerbeit. Und ich hoffe, dass viele Bürger hier aus Buko und in der Umgebung hierher kommen, damit wir gemeinsam einen Gottesdienst feiern können, um Gott zu danken für die gute Ernte, die wir im Jahr 1999 hier wieder in Neukölln hatten. Ja, ich hoffe, dass auch dieses Fest wieder ein Erfolg wird und wir werden demnächst dann wieder ein Bukower Fest haben und wir werden das rechtzeitig hier dann im Fernsehen auch bekannt geben. Für heute alles Liebe, alles Gute und bis demnächst bei uns in Neukölln. Hallo Nachbarn.